hoffe, dass wir jetzt so langsam auf Sendung sind. Und ich sage Hallo, hello everyone, good evening. Ich kann es leider nicht in Französisch, das kommt gleich nochmal. Herzlich willkommen an alle Beteiligten. Heute ist unsere 13. Ausgabe von DE Talk. Heute ist ein besonderer Tag für uns alle. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Heute ist, ich muss es immer wieder ablesen, ich schaffe das wahrscheinlich nie auswendig. Heute ist der 17. September 2013. Bevor wir euch alle mitteilen, was heute ist echt ein besonderer Tag. Die meisten wissen es schon. Wir werden gleich auch sagen, warum. Bevor wir ins Programm heute gehen, möchte ich erstmal wie immer schnell und intensiv unsere Gäste hier vorstellen und unsere internen Kollegen. Und heute fangen wir mal ganz direkt mit den weiblichen Gästen an. Ich fange einfach mal bei Veronique an. Hello, Veronique. Hello, everyone. Veronique, you are very, very welcome tonight because introduce yourself in a few words, please. I'm a French vapor, and I went with Norbert and Annette to the parliament to give the German petition to Yes. Miss Mazzoni. Yes, the international petition. This is a part where we talk about in a few seconds. And Okay. we are very happy to have you tonight in our show, yeah. So you are ready in for the introducing phase, aren't you? I'm ready. Yes, you're ready. So we're talking in a few seconds. Okay. Welcome, Veronique. Yes. Thank you. So, and in der Hangout-Arie mache ich einfach mal weiter mit Lilly, die wir auch alle recht herzlich willkommen heißen. Lilly ist natürlich nicht hier intern, Lilly ist am Chat. Dazu sagen wir gleich später noch was. Steffi. Ja, ich winke Lili und allen anderen. Hallo. Hallo, genau. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Dann begrüßen wir genauso herzlich und intensiv Annette alias Wicked 13, die heute auch mit hier als Gast ist. Annette winkt. Es hat alles super geklappt beim Soundcheck und natürlich, wie soll es anders sein, 2 Sekunden vor dem Live-Gang macht das Mikrofon nicht mehr mit. Das konnten wir leider so schnell nicht mehr beheben. Annette, bleib bitte da. Du bist uns auch ohne Ton willkommen. Ja, du warst mit Norbert und mit Veronique und mit Sven, der leider heute aus technischen Gründen nicht kann. Wart ihr nicht in Brüssel, sondern in Straßburg und habt die Petition übergeben. Ja? Und deswegen freuen wir uns, dass du heute Abend mit dabei bist. Darüber reden wir gleich. Norbert, jetzt aber du bitte schön hier, wir in der Männerunterzahl heute auch zu dir ein herzliches Hallo. Hallo, hello Vapers, bonjour les Vapoteurs. Ja, gut, dass du das auf Französisch kannst. Ich kann es nicht. So, tonight we try to do a little bit international language here because it's the first time, of course. We are international, except the episode where Dave Dawn was our guest. But tonight, for the first time, we are very proud to have a France vapor in our show. Yes, and as we could hear shortly before our live session, there are some UK vapors that would like to hear us in their language, and we will do our very best to keep you inside with the language, but I ask you to be patient. Yeah. So, oh, ja, ich höre gerade hier, dass der Chat hängt. Also, bitte, das haben wir schon vorher erfahren. Es kann sein, und ich glaube, dass das jetzt passiert, dass es Probleme mit dem Chat gibt. Ja, also ich weiß nicht, wir können es von hier aus leider nicht kontrollieren. Das sind die, ja, das ist Thomas testet, es scheint zu gehen. ja, der Test geht. Also, habe gerade eben mal probiert, Chatroll funktioniert noch. Aber das heißt nichts. Wir hatten am Donnerstagabend auch schon Probleme gehabt mit dem Chat auf dem anderen Kanal, wo es auch mitten in der Sendung einfach abgestürzt ist.
Hoffen wir mal das Beste. Wir hoffen das Beste, aber damit müssen wir leben. Also wenn ihr das bitte schon wisst, as you know, there might be some problems with the chat role, so don't worry. Just listen and try your best as you can do from your side. There might be some technical problems within the chat role program. Yeah. So just listen and enjoy. And we are sorry for this, but we have no control over the chat role tonight. So we will do the very best. Okay. Yeah. The first part in our show tonight should be a review from last week, where the first international petition regarding vapors and the petition against the EU was delivered to the EU in Strasbourg. And I would like to switch to Norbert, because he would like to tell us about this delivery. Norbert, ich weiß nicht, ob wir das jetzt in Englisch durchziehen. We try to tell it in English as well as in German. We will do our very best. Norbert, es gibt auch viele Deutsche, die nicht so gut Englisch sprechen. Ja, wir machen es klar. Wir versuchen einfach mal as well as German, as well as English. Ja? Norbert, fang mal einfach mal an. Okay, wir waren am 11. September in Straßburg und da haben wir unsere Petition übergeben. Drei Musketiere sind dahin geritten, der Sven, die Annette und ich. Und dort haben wir noch D'Artagnan getroffen. Wir haben auch noch Bilder. Die Veronique. Genau. Ja, genau. Genau, also wir haben noch ein paar, was heißt wir? Lilly und Steffi haben eine Präsentation vorbereitet. Lilly, nur Lilly. Oder ich nur Lilly, okay, gut. Und wer das Bild in der Mitte sieht, der weiß vielleicht, welche Petition gemeint ist. Ja? Maybe someone of you will recognize the picture in the middle of this slide. This is the petition where you probably subscribe to. And last week, Norbert, Annette, Sven and Veronique delivered this petition to Straßburg. Ja? Yeah? Okay, sorry, Norbert, ich wollte dich nicht unterbrechen. Komm, einfach mal rein. So, the three Musketeers wrote to Strasbourg, Sven, Annette and me. There we met D'Artagnan, Veronique, and together we braved the line in its den and delivered the petition. Here we are at the nice view parking lot that we finally found after a long time detouring through the city. Ja, hier stehen wir jetzt und auf dem Parkplatz und begeben uns auf den Weg zum großen, eindrucksvollen Bau. Ja, da haben wir auch ein paar Bilder von. To the most impressive building, I'd say. Mit den ganzen Fahnen, all the flags. And when you get closer, you see the weather is still frightening, but it's getting better. Das Wetter wird immer besser, je näher wir diesem eindrucksvollen Bau kommen und eine schöne Begrüßung im Endeffekt für uns. Ja. Aber habt ihr da schon D'Artagnan getroffen? Noch nicht. Veronique hatte auch Probleme, Parkplatz zu finden. Mhm. You also had some problems finding a parking space. Yes. I was a little bit too late, yes. Well, busy traffic? Traffic, and there was, the manifestation, the Foire Européenne near the Parliament, so they closed the roads. I have to make a big tour to come to the Parliament. Yes, we had the same problem.
So, das ist der Haupteingang, the main entrance, where we had to get our passports, permissions, etc. Mir fällt immer auf, das ist ja unheimlich groß da drin, ne? Oh ja. Das sieht bestimmt live noch viel beeindruckender aus als auf den Fotos. Ja. Aber es gibt, ich war nicht in Luxemburg, aber es gibt echt Parallelen, so von der Architektur her, finde ich, wie in Brüssel. Also man könnte fast denken, man steht in Brüssel, wenn man nur Ausschnitte sieht. Es war vermutlich sogar der gleiche Architekt. Mhm. Da ist Veronique. Ici, Mademoiselle D'Artagnan. Veronique. Yes. If you ask me if it is the same architect. This was just a thought. Is this the same architect? Do you know? I don't know. Really, I don't know. Well, it looks that way. So, here we are. Together, meeting, and here are the people who fetch us to get inside. Hier werden wir gerade abgeholt, alle vier. Und weil wir nur vier sind, wurde noch eine Ausnahme gemacht und Veronique und Annette haben auch Besucherausweise bekommen und durften mit. Wie man sieht, ist das Büro eine bessere Besenkammer von der Größe her. Also. Wer ist das? Das ist die Vorsitzende des Petitionsausschusses. The chair of the petition committee, Mrs. Manzoni, and we presented our petition to her. Mm-hmm. A very thick petition, two thick folders, yeah. Mm-hmm. Printed. How many signs are inside the folders? That was 836, I think. 836 Seiten dick. Mhm. Insgesamt. Das waren insgesamt wie viele Leute, die da unterzeichnet haben? Über 27.000. Over 27.000 vapers signed this petition, yeah. And I think she was a bit impressed with the volume alone. Here's the secretary, and we show off a little bit. War kurz und dann sind wir wieder durch die Hallen gewandelt. Das haben wir nicht aufgezeichnet, das war auch eine etwas längere Strecke. Mhm. Und hier sprechen wir noch mit zwei Leuten aus dem Sekretariat des Petitionsausschusses, nämlich dem Herrn Hesen und dem Herrn Grazzoli, glaube ich. Mhm. So jetzt kommen sehr schöne Bilder, finde ich. So ich hatte allen noch angeboten, ein wenig zu probieren. Und der Herr Hesen hat gesagt, ja. Da habe ich ihm dann ein wenig Nullhornliquid zur Auswahl angeboten und er hat sich für Kaffee Arabica entschieden. Mm-hmm. So the main act und was wie man over. Sieht, the main act was over and you stand outside the building. And yes. offer one of the person from the Strasbourg building a vape. Yeah. Well, I offered it to all of them, of course. Yeah. And he said, sure, why not? Let's try it. And obviously, he liked it.
Yes, he enjoyed it. Yes. The little 510. Ja, also wie man in den Einzelbildern wirklich sehr schön sehen kann, hat er das anscheinend wirklich genossen. Wie war denn seine Reaktion, als er daran gezogen hat? Die Reaktion war, schmeckt gut, schmeckt wirklich nach Kaffee. Mhm. Will taste like coffee. Mhm. So, do you think it was the first time he joined this device? I don't know. Maybe, but he didn't cough. Also, he's a smoker. He said he's a yes. smoker. Yes. So. Okay. He said that he's an occasional smoker to his colleague. So. He had to ask how to activate it, so I guess he didn't know the ego type, so that you had to press the button. Mm-hmm. So maybe he had tried some of these inferior vape sticks before, and this may be the first real one, or approaching the real one. Okay, auch wenn es neben dem Protokoll war, trotzdem eine interessante Erfahrung, dass wenn man sowas überreicht, dann der gute Herr dort anscheinend Gefallen gefunden hat an der Dampfe, ne, oder? Ja. Ja. Ob er noch weiter, ob er jetzt das noch weiter probieren wird, weiß ich natürlich nicht. Wir I don't know nicht. If he'll get his own set, but he's very interested at least. Jo. So, hier sieht man nochmal schön ein wenig die Ausmaße. Und jetzt sind wir auf unserem Weg nach draußen. We're on our way out. And Strasbourg started weeping that we were leaving. It started to rain again. And yes. That's about it. Das war es dann so ungefähr. Yes. And Veronique? Yes. What were your impressions? What did you think? I was surprised because I found that we were very welcomed. It was simple. It was not... I don't know if the word exists in English, but in French you say snob, you know. Condescending, I'd say. Exactly. It was cool, really. And we had the impression that we were listened, that we can talk with them. I don't know if you feel that too, Norbert, but it was very kind. And friendly welcome. Mhm. Ja. Ja, ich fand auch, dass wir sehr nett empfangen wurden und dass es insgesamt sehr respektvoll auch war und nicht so herablassend, wie man es vielleicht befürchten konnte. Mhm. Also sie haben uns schon definitiv ernst genommen und versucht zu auf einem Level mit uns zu sprechen. Ja. Hat die gute Frau gesagt, wie das jetzt weitergeht? Ich meine, die Übernahme ist ja eine Sache, dass man da persönlich hinfährt und die Petition, die bislang nur in ganz großen Anführungszeichen im Internet stattfand, dass die jetzt ausgedruckt wurde und übergeben wurde. Das ist ja schon mal ein Akt für sich. Hat sie dann erzählt, so wie der weitere Verlauf ist, wenn man so eine Petition übergibt? Weil ich habe keine Erfahrung da drin. Also so ganz im Detail habe ich es jetzt auch nicht mitgekriegt. So. Ja, müsste ich nochmal nachlesen. Also es sieht so aus, als müsste die Petition jetzt formell noch irgendwie akzeptiert werden.
Die muss geprüft werden wahrscheinlich, weil, oder? Die muss geprüft werden und formell akzeptiert werden, ob sie zulässig ist. Und wie es dann weitergeht mit der Petition, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Okay. Es wird irgendwie der Petitionsausschuss wohl irgendwie entscheiden, was dann mit der Petition passiert. Aber Sven und du, ihr seid ja, wie du sagtest, akkreditiert. Das heißt, ihr hattet so einen richtigen Besucherausweis und könnt jetzt erstmal mit dem auch ein Jahr lang irgendwie da auflaufen und als... Richtig. Als, das heißt, in Zukunft brauchen wir nur noch mit dem Ausweis und unserem Perso da ins Büro marschieren, beides vorgeben und dann vorlegen und dann kriegen wir dann für den Tag den Zugang. Und das Ganze ist ja angemeldet gewesen. Nehmen wir doch mal an, dass über Sven oder so spätestens dann wahrscheinlich auch eine Rückmeldung erfolgen wird oder so. Das muss ja so sein. Ne? Ja. Ja. Also muss dann verfolgt werden, wie das da weitergeht. Gut fand ich natürlich, also weil das war ja wirklich eine internationale Petition. Das war jetzt nicht nur, auch wenn sie von der IGED aus initiiert war, was ja durchaus eine europäische Petition. Genau. Das heißt, es haben ja auch viele nicht-deutsche Dampfer dort unterschrieben. Ne? Und von daher fand ich es toll, dass ihr euch mit Veronique kurz schließen konntet, die euch da einfach an dem Besuch unterstützt hat. Veronique ist auch in der französischen Interessensvertretung der Dampfer. Ich traue mich das kaum auszusprechen, weil ich halt nicht Französisch kann. Edus, ja. Veronique, you are a member of the France Vapor Association, aren't you? Yes, I am. Yeah. And can you tell us something about your association? Our association is a few months old. Yes, I think it's about May that the association begin really to be created and to have members, in fact, to have members. We have our petition also in France, which is still running. It's not over yet. We have, for the moment, something like 36,000 signatures, and it's still running, and it's growing with actuality, with the news that you hear over the medias. There are almost new signatures every day. Yeah, that's fine. Is there only an exclamation mark one association from the vapors, or do you have several? No, you haven't. Or there is. I know there is another associations, but we don't hear about it in the media and so on. This is the main one, isn't it? Exactly. Yeah, and are you also organized as we in German that you contact and exchange your information in internet forum? We have forums, yes. The association is born from two forums, very big forums, and another one which is a little smaller. And from these two forums, it was born the association of the vapors who went on the two forums, yes. And as you told us before, the EDUS Association has a magazine, isn't it? Yes, we have a magazine online. It's only online, but you can download it and print it if you want and give it to who you want. You can watch it on screen, yeah? Exactly. And at the end of the show, we will link the link to your magazine for all of the audience in order to see it. But it's written, of course, in France, isn't it? It is in French, yes. Yes, in French, yes, of course, yeah. And when do you plan to deliver your French petition to the EU, to Luxembourg or Brussels?
I think it would be delivered on October the 7th. Mm-hmm. So it's a magical... The day of the manifestation, yes. If it is possible, yes. Of course, because it seems to be possible only if you take a rendezvous with the deputies and so on, but I think that's the project. Okay, kurze Zusammenfassung. Ich versuche das mal für die nicht englisch sprechenden Zuschauer. Also Veronique ist auch in einer, oder in Frankreich gibt es eben auch eine Interessensgemeinschaft, so wie es das bei uns in Deutschland auch gibt. Die heißt nicht IGED, klar, die heißt EDUS. Ich kann jetzt nicht sagen, wofür das steht. Die sind noch relativ jung, haben auch eine Petition gerade am Laufen, eine eigene französische mit, was war das jetzt, über 30.000? 35.000, okay. Und die planen davon bin ich. Ja, natürlich, klar. Also es ist auch international, es ist nicht auf das Land bezogen, kann jeder von uns auch mit unterschreiben. Und die planen das am 7. Oktober in Brüssel oder in Straßburg zu übergeben. Straßburg. In Straßburg, ja. Und die Interessensgemeinschaft ist noch relativ jung, hat sie noch gesagt. Ne? Sie gibt es erst ein paar Monate lang. Aber die Anzahl der Member ist, also die Anzahl der Mitglieder, die da vertreten sind in dieser Interessensgemeinschaft, die steigt stark an. Ja. Ja, Veronique, we are very proud that you are the guest tonight because originally it's the first time that we connect from one country to another country in our show, and that's all that we are fighting against is an EU issue. So it's very it makes sense that we connect each other and change our information, keep in touch each other, because we are all European citizens and we are fighting against the same people. The same dragon. The same dragon. Yeah. Thank you for this hint. Yeah. So we should continue the sessions like this. Let's keep in touch and let's look. What the other countries are doing. So I'm very happy to have you in the show, and it's a good, it's a good thing that we can exchange each other. Ich weiß nicht, wie es mit dem Chat aussieht draußen. Also ich kann mir vorstellen, dass noch die eine oder andere Frage vielleicht an Veronique ist. So if the chat is running. Maybe there are some questions to Veronique. Okay. I want to say something too. It was for me important to come join the German papers because exactly for the same reason it's important that we show that we are all united in front of the parliament against the law that they will make in Europe. Yeah, that they will recognize it's only a few people, but a lot of people. The amount of people is very high, and it's not only in one country, then there are in all countries of the EU. That was notified in the desktop from the deputies when the man said that there are other petitions on the same subject and. Then she realized that there are not only the German paper or the French paper, there are other papers who are bringing petitions to the parliament. Yeah. Annette versucht sich die ganze Zeit noch, den Kampf mit dem Mikrofon zu gewinnen. Sie war ja auch mit dabei und würde auch gerne noch was dazu sagen, aber scheinbar klappt es technisch nicht. Veronique, please understand, we have only a limit of time and we have another big issue today, especially here in German. So let's switch to the decision of court tonight today. Yes, but you are also welcome. We try to translate and you can speak to us as normal. Heute war ein großer Tag. Es war angekündigt, dass es heute im Oberverwaltungsgericht in Münster gleich drei Entscheidungen zur
E-Zigarette gab. Ich versuche mal ganz schnell Steffi mit ins Boot zu holen. Steffi, kennst du da ein bisschen, oder auch gerne Norbert oder Thomas, könnte da ein bisschen Hintergrundinformationen geben für die Leute, die das vielleicht noch nie wissen? Ja, es ging da um drei verschiedene Verfahren, einmal auf Stadtebene, einmal auf Landebene und einmal auf Bundesebene. Mhm. Auf Stadtebene ging es darum, um die Stadt Wuppertal. Die haben einer Händlerin untersagt, Nikotinliquid zu verkaufen, und weil sie unter das Arzneimittelgesetz fallen sollten. Und die hat laut ihrer eigenen Aussage, die sie heute gegenüber Lili gesagt hat, dass sie da richtig Druck gekriegt hat und ihr unter anderem auch mit Gefängnis und 25.000 Euro Strafe gedroht wurden. Und so hat sie dann geklagt. Heute war dann das war schon ist eine Revision, deshalb war es dann vor dem Oberverwaltungsgericht. Im zweiten Fall ging es um das Land Nordrhein-Westfalen. Das war die Geschichte, die wir alle schon kannten, dass der Frau Steffens schon in einer Art Eilverfahren untersagt wurde, vor den Liquids als Arzneimittel zu warnen. Also zu warnen, weil es zum Arzneimittel gehörte. Da hat auch ein Hersteller sozusagen die Frau Steffens verklagt. Entschuldigung, wenn ich das jetzt nicht ganz richtig wiedergebe. Also im Prinzip ist es halt so vom Verständnis her, dass dieser Hersteller halt Barbara Steffens aufgefordert hat, diese Aussagen zu unterlassen. Und das wurde auch in dem Eilverfahren erstmal auch bestätigt, dass sie das nicht mehr sagen darf. Und im dritten Fall ging es um das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Wo es darum ging, dass Nikotinliquids als Genussmittel und nicht als Arzneimittel eingestuft werden sollten. Da hatte ein Händler das Bundesinstitut im Prinzip, der Händler wollte das gerichtlich festgestellt haben. Ja. Und das Ergebnis kennen wir ja alle schon. Es ist in allen drei Verfahren so geurteilt worden, dass Liquids nicht unter das Arzneimittelgesetz fallen, und es wurde auch erklärt, warum sie das nicht können. Und zwar heißt es in der Pressemitteilung des Oberverwaltungsgerichts von heute, dass Liquids nicht als Präsentationsarzneimittel gelten in diesen Fällen, weil nicht damit geworben wird, dass es eine Heilwirkung hat, und dass Liquids aber auch kein Funktionsarzneimittel sind, weil der Wirkstoff Nikotin ja nicht die Funktion hat, etwas zu heilen. Und Liquids sind weder dazu geeignet und auch nicht dazu bestimmt, einen dauerhaften Rauchstopp zu erzielen, und davon würden sowohl die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und auch das Deutsche Krebsforschungszentrum und neueste wissenschaftliche Studien davon ausgehen. So steht es in der Pressemitteilung von dem Oberverwaltungsgericht. Das hat heute wirklich hohe Wellen geschlagen. Ja, also wie man es im Forum nachlesen kann, wann war es, um 21:45 oder irgendwas, war so das erste Urteil zu erwarten. Und wenn ich das richtig, ich bin auch nicht ganz auf dem aktuellen Stand, aber ich glaube, das Urteil wurde doch gesammelt rausgegeben, ist das richtig? Ja, wir hatten ja jemanden vor Ort. Die wohnt in Münster und ist dann spontan dahin gegangen und hat uns das eben so ein bisschen erzählt. Entschuldigung, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, unseren Außenreporter Lilly vor Ort zu diesem wichtigen Event zu schicken. Ne? So wolltest Ganz du das genau. so sagen, oder nicht? Richtig. Ja. Und sie hat uns erzählt, dass sie da reinkam, und Urteile am Ende wurden im Prinzip gesammelt, gesprochen. Es wurde am Ende sogar die Urteilsbegründung im Prinzip weggelassen. Der Richter hätte wohl gefragt, ob denn jetzt alle noch die Urteilsbegründung hören wollten, weil es wäre sehr angelehnt an die davorige
verlesen und die wollte dann wohl auch keiner mehr hören und so haben wir also im zweiten und dritten Fall wurde die Urteilsbegründung nicht mehr vorgelesen, weil sie im ersten Fall schon verlesen wurde, richtig? Genau, so die Urteilsbegründung ist im Prinzip immer dieselbe gewesen. Genau. Und klar, also das ist ein relativ brandaktuelles Ereignis gewesen und wir haben echt Glück gehabt, muss man eigentlich so sagen, dass Lilly wirklich vor Ort war und einen großen Teil dieser Verhandlungen miterleben konnte. Und es ist schade, dass sie das jetzt nicht live wiedergeben konnte. Sie hat es uns kurz vorher sehr emotional, sage ich mal, oder sehr ausführlich, sehr lebendig, genau, das ist der richtige Begriff, sehr lebendig erzählt. Und einen wichtigen Punkt muss man, glaube ich, einfach sagen, soweit ich das heute mitbekommen habe, sowohl in den Foren als auch von dem Live-Bericht von Lilly. Der Vorsitzende, der diese drei Verhandlungen geführt hat, das ist der Herr Dr. Ulrich Lau, als Vorsitzender Richter im Oberverwaltungsgericht in Münster. Soweit ich das als Außenstehender sagen kann, der nicht dabei war, mit den beiden Fakten von den Foren und der Presse auch irgendwie, ne, und als auch speziell natürlich von jemand, der da war, von Lilly. Mein Gott, das ist ein verdammt guter Mann, der einfach nach Recht, das Recht so beurteilt hat, wie es einfach ist, ne, der also einen gesunden Menschenverstand hat spielen lassen, der aber auch Ahnung hatte, der sich eingelesen hat in die Materie, also der einfach wusste, worüber er hier urteilt. Und das scheint einfach ein vernünftiges Urteil. Also ich habe Glück gehabt, aber der Mann hat einen guten Aufwärtsleger, muss man auch mal sagen. Das steht der Sitz. Ja. Norbert, du bist gerade so verbal. Ja, im Augenblick scheint deine Verbindung etwas gestört zu sein. Ja. Du kommst irgendwie kaum rüber. Sorry, das kann sich ändern. Buchstücken. Ja, das ist besser. Okay. Gut, Mikrofon etwas mehr in den Mund gelegt. Also, aber du hast völlig recht, dieser Mann war sehr gut informiert. Und auch offensichtlich unparteiisch informiert. Das muss er ja sein als Richter. Also, dass er sich tatsächlich unvoreingenommen mit dem Thema befasst hat. Und das zeigt ja eigentlich, dass die Fakten absolut auf unserer Seite stehen. Ja. Ja. So, we try to translate in English, but sorry for my and maybe for our poor English. There was specialty because a high level of court in German judged. No, they voted not. They did a judgment, and the judgment was positive for us. For the vapors, they decided that the juice is not a medicine issue. It's just for was ist Genuss? No? Pleasure. For the pleasure you don't enjoy it. Sorry, I'm not able to translate it in the right way. But this was an important day from the. From our point of view, because the level of the court is not low. This was a high level of court, and maybe this this day is also important for the EU decision. Maybe we don't know. But from the German point of view, was heißt Richter? Kinders, help me! Please help me! Judge. The judge, the person, yeah, the person has a name. It's Mr. Ulrich Lau. He's a very not clever man. I'm not knowledgeable. Knowledgeable, yeah. He was very knowledgeable. He knew what he's talking about. He had all the facts straight. He didn't have to look them up. He voted. He judged wisely. I think this is the right term, isn't it? Yes. Yeah.
And we are very happy here in German about the judge of Mr. Lau, because it's, yeah, it's of course it's good for us. Yeah, it's not so often that we are lucky as we are today. Yeah. So maybe you have an impression what's going on here in Germany. Yeah. Was so. Ich noch bezeichnend fand, war die Reaktion der Medien, ja. Die teilweise ja. überhaupt nicht so ausgefallen ist, wie wir es erwartet hätten. Wir sind ja gewohnt, dass die E-Zigarette in der Luft zerrissen wird von jeglichen Medien. Und das ist heute auch teilweise passiert, dass da das Urteil angezweifelt wurde, dass an dem Richter gezweifelt wurde. Aber das waren Einzelfälle. Wir sind in der Tagesschau aufgetaucht. Und zwar sowohl positiv und 2 Stunden später dann etwas negativer. Es gab einen Bericht, den habe ich mir vorhin auch tatsächlich angesehen, im WDR, in der Aktuellen Stunde. Münster ist ja in NRW. Und da wurde das auch erwähnt, zwar sehr kurz, aber sehr, sehr sachlich. Und mit Bildern von E-Zigaretten, die tatsächlich, also die dampfen sind und nicht nur irgendwelche Ziggy-Likes, sondern dass tatsächlich mal mehr gezeigt wurde als dieses ständige Pressefoto, was wir alle schon nicht mehr sehen können mit diesem Menschen, der da an der Ego-C, Ego-T, irgendeinem Ego-Zeug zieht. Und das finde ich ein Stück weit beeindruckend, dass da heute relativ sachlich drüber berichtet wurde. Das sind wir nicht gewohnt. Nee, was ich nur mitbekommen habe, ich habe auch noch nicht den ganzen Presserummel mitbekommen, aber was ich aus den Foren lesen konnte, ist auch erstmal, dass die Presse in einer großen, im großen Spektrum, also viele Agenturen haben darüber berichtet. Wenn du sagst, es war sogar eine Tagesschau, um 7:45 habe ich es nicht sehen können, aber anscheinend nee, um 17 Uhr. Nee, da war es nicht drin, aber nachmittags um 15 Egal. Uhr, um 16 ja. und um 17 Uhr, glaube ja. ich. Ja, also das ist auch schon mal ne, ein gutes Zeichen ja. einfach, dass es so weit verbreitet wird und dass vielleicht endlich mal das ein Wendepunkt sein kann, dass die E-Zigarette besser in der Gesellschaft hier ankommt. Ja? Mit so einem objektiven Event will ich, nee, ach, okay, ich kriege es verbal nicht mehr so richtig hin, aber mit so einer hohen Gerichtsentscheidung, ja doch, ne? Ja? Das ja. zieht ja auch einfach, ne? Vielleicht ist das wirklich ja, das ein Wendepunkt, dass das da an der Stelle, dass wir dann ein besseres Standing in der Gesellschaft haben, was dringend notwendig ist. Und ja. ich denke auch, dass wir das es bleiben jetzt. Wie viele Wochen sind noch bis zum 8. Oktober? 3 oder so? Es ist nicht mehr viel Zeit und das kommt jetzt absolut zum richtigen Zeitpunkt. Wir können das den MEPs jetzt so lange unter die Nase reiben, bis es denen zu den Ohren wieder rauskommt. Also wir haben im Prinzip jetzt wirklich eine gute offizielle Stelle, wo wir denen sagen können, der erklärt ja sogar, warum es kein Arzneimittel sein kann, per Definition. Mhm. Und das passt einfach so, wenn die in der EU jetzt einfach entscheiden, es ist halt doch ein Arzneimittel, du kannst es nicht einfach so in unser Gesetz reinpressen, weil es dem Gesetz widerspricht. Und ja. Das ist unheimlich hilfreich, jetzt da argumentieren zu können. Genau, das Argument von heute kann man gut in das Anschreiben an deutsche oder vielleicht auch an englischsprachige MEPs mit reinnehmen. Ne? Das macht natürlich starken, starken, starken Rückenwind. Annette, kannst du uns hören, kannst du sprechen, beziehungsweise was macht dein Mikrofon? Ich sehe Lippen, oh. muss ich bewegen, aber ja, 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 sorry noch nicht. Sorry, es tut wir mir leid. Wir laden die Annette einfach wieder ein. Genau. Dann, wenn alles technisch wieder geht, dann ja. können wir von ihr auch noch was hören. Ja. Ja. es ist immer das Problem, einen vernünftigen Abschluss zu finden. Ja, vielleicht. Ja, wir haben ja auch noch eine Frage Minute. An Veronique noch. Ja. Bitte, Norbert. Da war doch noch, kam von Rosus eine Frage aus dem Chat. Genau. A question from Rosus from the chat. What do you say about the article in the 60 millions? Oh my God. This is the article we don't want to talk about in France. Because, of course, we are absolutely not okay with what they said.
For sure, first because the process for us is not really scientifically validated, and because they use some results to send some truths which are not truths, because they say it gives cancers, there are a lot of toxic products. Even people in France, a lot of people in France, after that thought that e-cigs are more toxic than normal cigarettes. Mm. So it's just insane. Yeah, that's not true. Knigs, we have to come to the end because the time is out. Let's try to say goodbye together. I count down and everybody says goodbye. Wir sagen schönen Dank, wir freuen uns auf nächste Woche, wenn wir hoffentlich wieder da sein können. We say goodbye and I count down and we all say bye-bye. 1, 2, 3, bye-bye. Bye-bye. Und auf.